Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir bleiben in Kapitel 17 beim präpositionalen Objekt. Wir üben nun die kurze Antwort mit dem Pronominaladverb oder dem Personalpronomen. Das Pronominaladverb steht bei Sachen, das Pronomen mit Präposition bei Personen. Sprechen Sie mir also bitte nach. Beispiel: Wartest du schon lange auf den Bus? Ja, ich warte schon eine halbe Stunde darauf. Ich warte darauf, dass er endlich kommt. Nummer 1: Wartest du schon lange auf den ICE? Ja, ich warte schon lange darauf. Ich warte schon eine Stunde darauf, dass er endlich ankommt. Nummer 2: Wartest du auf den Bus? Ja, ich warte darauf, dass der Bus endlich kommt. Nummer 3: Wartest du auf deine Frau? Ja, ich warte auf sie. Ich warte darauf, dass sie endlich kommt. Sie ist meistens zu spät. Nummer 4: Wartest du auf deinen Freund? Ja, ich warte auf ihn. Ich warte darauf, dass er kommt. Nummer 5: Wartest du auf uns? Ja, ich warte auf euch. Ich warte darauf, dass ihr endlich kommt. Das Essen ist fertig. Nummer 6: Wartest du hier schon lange auf das Essen? Ja, ich warte schon lange darauf. Ich warte schon lange, dass das Essen kommt. Aber das Lokal ist voll besetzt. Es kann noch dauern. Ich sage Ihnen Tschüss, bis zur nächsten Übung.